Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Ordnung machen, umräumen, umstellen. Ihr wisst es, wir lieben es, wir lieben Veränderung. Aber ja, wir werden heute dieses Hochbett wieder abbauen, beziehungsweise Alex. Deswegen bin ich jetzt gerade hier solange der kleine Ben schläft. Das muss ich alles einmal zur Seite räumen, damit Alex das Bett abbauen kann. Das kommt wieder in den Keller. Und wir stellen heute hier unser Schlafsofa rein. Denn ja, wir leben jetzt hier schon seit über einem Jahr. Und die Schlafsituation war hier nie so optimal, weil wir oben schlafen, wir Eltern, im Wohnzimmer. Wir haben da keine Möglichkeiten abzudunkeln und wir schlafen oft mit unseren Kindern gemeinsam und dann wachen die früher auf am Wochenende. Man kann abends nicht mehr dort so wirklich was machen, man kann sich nicht zusammensetzen, quatschen und so. Es fehlt so ein bisschen die Zweisamkeit für Alex und für mich und das war so die letzten Monate in Ordnung. Aber jetzt irgendwie vermissen wir das und dann haben wir gesagt, dann ändern wir die Situation. Dann kamen wir auf die schlaue Idee, einfach das Schlafsofa hier unten hinzustellen. Zum Schlafen klappen wir es aus und tagsüber können wir es einklappen. Die Kinder können hier trotzdem noch spielen. Deswegen ist es meine Aufgabe, hier neue Ordnung reinzubringen. Ja, wir haben da oben zwar kein Sofa mehr, aber wir kriegen eins von unseren Freunden bald zurück. Dieses graue Ecksofa, kennt ihr das noch aus der allerersten Villa, wo wir gewohnt haben? Diese riesen Villa mit dem großen Pool. Da hatten wir oben so ein graues Ecksofa. Das haben wir immer noch. Das kriegen wir jetzt bald zurück und das stellen wir dann oben rein. Dann haben wir auch wieder Sitzmöglichkeiten. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich denke, der Teppich kommt raus. Der ist eh super dreckig. Den bringen wir mal zur Reinigung. Und da ihr solche Videos sehr gerne guckt, ich weiß, ihr guckt sie gerne, habe ich mir gedacht, machen wir das hier zusammen. Ich bin ja schon am Vloggen. Hallo, guten Morgen. Ich überlege schon, wo was hin soll. Ich hole schon mal Werkzeug. Ja. Eventuell müssen wir ein Regal abbauen. Umgestellt. Immer wird umgestellt. Ja, aber wenn man unzufrieden ist, dann ändert man was. Ich glaube, wir werden das Regal hier heute abbauen. Also ich glaube, ich werde dieses Regal hier abbauen lassen von Alex. Das ist an der Wand montiert, damit es natürlich nicht umfällt. Aber dieser Platz wird nicht optimal genutzt. Und dann stelle ich lieber hier die Küche und so für die Kinder noch zum Spielen hin, weil die benutzen die wirklich oft wieder. Ja. Ich hätte hier links noch an der Tür Platz. Und ansonsten haben wir ganz viel Platz hier in dem linken Kleiderschrank für Spielsachen. Die Mädchen freuen sich schon. Wir wollten ja eigentlich dieses Jahr noch in die Kinder einziehen. Aber mal ganz ehrlich, es ist bald September. September, Oktober, November, Dezember, 4 Monate. Never schaffen wir die Kinder wie geplant zum Ende des Jahres. Ich denke dann eher zum nächsten Sommer. Und das heißt, wir haben hier noch, ja, vielleicht ein Jahr, dass wir hier wohnen. Und da muss man die Schlafsituation definitiv ändern, weil es einfach für alle zu anstrengend ist. Und ja, Alice und ich haben auch noch eine Partnerschaft, die gepflegt werden muss. Und da haben wir uns dafür entschieden. Dass wir auch vorher nicht auf diese Idee gekommen sind, mal ehrlich. Aber das kam jetzt auch eher alles daher, weil das Sofa frei wird. Das alte Sofa von uns. Da hat man dann drüber nachgedacht, dass wir da irgendwas umstellen. Ha, süß. Die Küche passt da noch perfekt auf die Seite. Locker perfekt in die Ecke, die Spielküche. Alex, kannst du das Regal abbauen? Jetzt denkt er sich, warum? Warum? Weil ich glaube, das Regal wird weniger sinnvoll genutzt wie das. Vom Stauraum wäre das besser, ne? Ne, noch nicht abbauen, ich überlege noch. Die Küche passt da auf jeden Fall perfekt in die Ecke. Wollen wir erst das Bett und dann schauen? Genau, kann man ja immer noch. Mach dir Gedanken. Ich stelle erstmal alles auf den Flur. Haben wir das nicht letztes Jahr aufgebaut? Jo. Aber man muss auch dazu sagen, das Bett habe ich schon zehnmal x-tausendmal aufgebaut. Man muss aber auch dazu sagen, dass in letzter Zeit die Kinder nicht da gerne drin schlafen im Hochbett, weil sie lieber mit Mama und Papa schlafen wollen. Und wir wollen das jetzt nicht nein sagen, ne? Ja, wir wollen weiter mit den Kindern auch schlafen, genau. Einschlafen. Aber dann haben wir auch mal die Möglichkeit, wieder selber auch mal oben sich aufzuhalten, wenn alle Kinder schlafen. Hauptsache, wir bauen in 2-3 Monaten nicht nochmal um. Nein, bitte nicht. Wie lange ist es her, dass ich das hier aufgebockt habe? Müsste ich in den Videos tatsächlich gucken. Das ist echt nicht lange her. 3 Monate vielleicht? Wenn überhaupt. Auch so lange? Ja. Den Teppich machen wir raus. Der muss eh mal in die Reinigung. Sunny denkt sich, was ist hier schon wieder los? Oh, wieder besser bei mir. Kenne ich ja schon. Alles okay. Nochmal. Ich warte auf den Tag, bis das Ding zusammenbricht.
Das Bett? Ja. Nee, bitte nicht. Das wäre gefährlich. Manchmal wackelt das schon so stark, wenn ich hier liege und die sich bewegen. Ja, deswegen ist es nicht die optimale Lösung, das Hochbett da zusammen zu dritt zu schlafen. Und manchmal habe ich echt Angst, dass wir so zur Seite wegkippen irgendwann, weißt du? Und manchmal ist es halt auch nur 1,40. Das ist halt auch manchmal echt anstrengend, als Mama oder Papa dazwischen zu liegen. Nur das Regal lassen. Siehst du, wie es wackelt? Ja. Das geht jetzt aber razzifazzi, ey. Schauen wir mal. Das nach vorne schnell. Ach, warum schnell. Das Sofa runterkriegen ist doch eine Herausforderung. Kribbelst du wieder meinen Händen, die ganzen Spielsachen zu sortieren? Habe ich ja letztens nicht erst. Ich habe ja gestern Kuchen noch gebacken, abends, ne, Leona? Mhm. Relativ spät, 9 Uhr oder so. Den essen wir jetzt heute Morgen und da waren Pfirsiche, Tomaten und ein paar Möhrchen. Benni wippt eine Runde und ja, ihr kennt ja die Schlafsituation von uns. Das verbannen wir jetzt aus dem Wohnzimmer. Wir hatten aber schöne Zeiten hier. Filmeabende, aber das kriegen wir auch auf dem Sofa hin. Ben kriegt dann auch übrigens seine Station unten im Schlafzimmer bei Moritz. Da kommt das Babybett da noch runter und der Wickeltisch vermutlich. Wir machen uns einfach auch ein bisschen Freiraum hier unten im Wohnzimmer. Hier oben im Wohnzimmer machen wir uns Freiraum, ja. Wir kriegen hier wieder mehr Platz, weil die meiste Zeit sind wir einfach als Familie hier oben. Ich bin aber super dankbar für die Zeit, für das Jahr, was wir hier verbracht haben, im Wohnzimmer geschlafen. War auch eine schöne Erfahrung. Man muss doch überlegen, wir haben, ja, dass wir, ja, mach drauf, dass wir jeden Tag diesen Topper hoch und runter getragen haben, weil den haben wir nicht im Wohnzimmer liegen gelassen. Und das ist ja wieder so typisch wir, schön am Wochenende räumen wir hier um. Aber wir haben unter der Woche keine Zeit, wer kennt das? Da ist ja die Arbeit und dann aber auch noch die Kinder in Sommerferien. Was machen wir? Wir waren im Vogelpark, Aquapark, Familie war da. Da waren wir hier so in so einem Themenpark, das war auch echt schön in Santana. Einfach Wasser. Habt ihr alle schon Wasser getrunken? Leona, Wasser trinken? Jeden Morgen mindestens ein Glas, bevor wir den Tag starten. Das ist immer wichtig für mich. Ja, siehst du? Schon alles weggefuttert. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was Frisches. Kannst du jetzt mal was zu trinken? Ah, ich muss heute eh wischen. Und wir haben immer Obst und Gemüse auf dem Tisch. Das ist so wichtig. Das ist einfach, dass die Kinder zwischendurch auch was essen können. Heute gibt es Wraps zum Mittag. Ja. Kann sich jeder selber füllen. Dann mache ich hier so ein Essensbuffet in der Küche, auf der Kücheninsel. Natürlich auch die Veggie-Variante für Leona. Und ich bin aktuell sehr sparsam, was Einkaufen angeht. Also ich kaufe immer nur ein bisschen. Und Gemüse und Obst auch immer nur von unserer Farm. Verbraucht man weniger und man spart Geld, definitiv. Ich kann euch gleich mal meinen Kühlschrank zeigen, wie der schon seit Wochen aussieht. Aber ich müsste den echt mal putzen. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Möhrchen in ein Glas stelle oder Sellerie oder Gurken, werden sie besser gegessen, als wenn sie auf dem Teller liegen. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, seine Partnerschaft zu pflegen und zu hegen, dass auch alle beide auf jeden Fall zufrieden sind mit der Situation. Und es war schön, wie wir das jetzt hatten hier oben, aber jetzt einfach auch Zeit. Ich war ja auch lange im Wochenbett, da haben Alice und ich uns ja auch weniger gesehen. Dann die ersten 2 Monate weniger schlafen mit dem Kleinen, jetzt schläft er besser. Jetzt hat man auch abends mal wieder Zeit für sich. Die Zeit brauchen wir gerade ungemein, weil alles sehr emotional ist und viel ansteht. Und wir können die Kinder dann trotzdem in den Schlaf begleiten. Und die Babysachen kommen aus dem Wohnzimmer raus, was mich eigentlich gar nicht stört, aber man hat ja Platz. Weil wie ihr seht, alle sind immer oben. Was wünscht ihr euch denn? Hier, Pfirsich, Apfel, Birne. Pfirsich, Apfel. Ich wollte nicht Birne, ich wollte Karotte. Hab ich. Pfirsich. Du möchtest Pfirsich. Da ist das Rennauto. Willst du jetzt Rennauto spielen? Ja. Ist auch viel cooler als Handy, ne? Spielen ist immer schön. Nächste Woche gehen wir campen. Wir haben uns einen Platz oben in den Bergen reserviert. Hier sieht's aus. Tutum und schon geschafft. Was war denn hier drin? Den Teppich roll ich jetzt mal ein. Den will Alex sicherlich noch einmal saugen. 35 Euro haben wir letztes Mal für den Wohnzimmerteppich bezahlt. Hm? 35 haben wir für den Wohnzimmerteppich bezahlt, die Reinigung, ne? Und der war echt. Auch so viel kosten. Ja, aber der war echt sauber. Ja.
Papa guckt jetzt, wie man das auseinanderbaut. Die Rückenteile sind schon mal weg. Du brauchst keine Angst haben. Papa ist ein Profi. Aber wenn wir uns jetzt hinsetzen, werden wir uns zu zweit, Leona und ich? Probier mal. Ich glaube, wir passen nicht zusammen auf die Treppe. Schwierig, ne? Ich schaue was auseinander. Alles gut, ist nicht viel. Ach, bevor ich mich noch ranklege. Wir können auch ablegen, weil unten ist weich. Geht, oder? Ja, am besten gleich so drunter, so wie ich. Ich kann ablegen. Das ist okay. Ich hier kann mal runterrutschen. Komm. Ja, ich rufe. Geh nicht ab. Hey, jetzt kannst du mir was runterbringen. Und zwar diese zwei Kissen. Da sind keine Schrauben, die sind sehr leicht. Geschafft! Ja. Machen wir es gleich. Ja. Friedi ist immer unsere fleißige Helferin. Ja. Immer. Upsi. Hoppi. Türrahmen. Der hat jetzt eine Macke. Ja. Yay. Ich hoffe, das geht nach vorne. Wir haben gar nicht ausgemessen, 1,80er, 2 Meter Länge. Doch, ich hoffe, die kriegen noch ihre Schubladen da unten auf. Wenn nicht, müssen wir die einmal nach oben packen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Teppich machen wir zum anderen Zeitpunkt, wenn die Schule wieder anfängt. Ja, in Moritz Zimmer, weil ich dann mit den Jungs da schlafe. Mhm. Ben kommt in dein Zimmer. Das Bettchen. Ist das cool? Ich darf mit Bett. Jonas? Darf ich mit Bett schlafen? Ja. Ja, möchtest du das? Ihr dürft zusammen schlafen. Aber ja, ich mache mir eine kleine Wickelstation hier oben. Danke. Oh, süße Maus, alles gut. Alex hat mich gerufen. Willst du einmal kommen? Genau. Ja, sieht ein bisschen leer aus, aber die Kinder haben genug Platz zum Spielen. Perfekt. Ja, aber das willst du ja noch ein bisschen einrichten. Ne? Das mache ich noch hübsch. Schau mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber sollte klappen. Ja, man kann sogar noch locker dran vorbeilaufen, nach draußen. Jetzt kommt jemand dazu rein. Perfekt. Oh, jetzt könnte man da noch eine schöne Fotowand gestalten. Wir müssen hier Decken drauflegen. Es ist ein helles Sofa mit Kindern. Es wird hier eh unten nicht gemalt, aber es wäre definitiv schlauer. Lass ich das Regal stehen. Ich verlinke euch gerne mal unseren Wickeltisch in der Infobox, da fragen so viele nach. Der ist von Amazon. Ich setze euch gerne mal einen Link unter das Video, der ist super praktisch, der hat ja auch die Badefunktion. Ich mache mal das für Alex frei, damit es nicht so schwer ist. Keine Matratzen mehr hoch und runter tragen. Schön. Bring ich mal diese Bettwäsche schon mal runter hier, ne? Ja, das Babybett. Vielleicht nimmt meine Schatz noch Platz für die Bettwäsche. Das steht nicht so, hoffe ich. Ja, ich mache hier eine kleine Wickelstation. Geht das? Ja. Hulk. Nö. Ja, ich muss ihn ja nachts wickeln. Okay, der geht. Ah, wie süß, ja. So. Mein Wickelwagel. Station. Wickelregelchen. Was für eine Aktion wieder auf dem Wochenende. Typisch wir. Wir haben eine Idee. Und zack. Jetzt sind diese Unterlagen natürlich super praktisch, ne? Für oben wickeln. Aber wir können genauso gut Mülltücher nehmen. Das ist nachhaltiger. Müll, hier liegt noch eine Socke. Ich habe mir noch mehr Mülltücher bestellt. Die brauche ich einfach. Große so viel kleine. Die großen sind einfach perfekt zum Pucken. Die kleinen sind super zum Wickeln. Mehr brauche ich doch gar nicht, ne? Windelcreme. Falls ich mir mal den Kleinen unten waschen will, lasse ich mir auch mal zwei Waschlappen. Werde ich sehen, ob ich sie brauche hier oben oder nicht. Endlich kommen sie runter. Jetzt muss ich Moritz noch Zimmer neu organisieren. Das ist kein Problem. Ich habe schon eine Idee. Das hintere Regal ist eh fast leer. Dann räumen wir das um. Das Gute ist, das Bett ist auf Rollen und der Wickeltisch. Also wenn ihr kleine Räume habt, alles auf Rollen machen. Da kann man hin und her bewegen. Er soll ja sein Zimmer und sein Werkzeug alles behalten. Wir brauchen Platz für die Bettwäsche, damit wir die nicht auch mal hin und her schleppen müssen. Ja. Das macht Sinn. Die Kleidung sollten wir so sortiert lassen. Das ist hier für die Geburtstage, der Geburtskranz. Ist auch ganz süß, das kommt unter die Treppe. Völlige Motivation. Ja, sorry, dann hole ich schon mal 2 Kissen, 2 Decken. Oh, das brauchen wir für die Kinder. Gut zur Seite legen. Irgendwie voll cool, dass sie dann auch hier Bücher lesen können. Auf dem Sofa und so. Es ist jetzt ein bisschen später, der Kleine ist wach und liegt hier und schaut Moritz zu beim Spielen.
Seine Werkstatt kommt jetzt nach oben. Das ist eh viel besser, weil er eh oben ist mit uns. Jetzt hat er hier oben seine Werkstatt zum Spielen. Ah! Räumen hier gleich noch alles aus. Benni ist jetzt bei mir beim Kochen. Ich mache jetzt noch einen Obstteller. Ich habe hier noch eine Honigmelone. Ich mache wahrscheinlich zum Mittag auf. Ich habe echt nicht mehr viel da, aber es reicht. Definitiv. Für die Kinder mache ich Nudeln, Tomate, Mozzarella. Kinder haben wir noch Aubergine vom Feld gepflückt. Ich habe noch ein bisschen Mozzarella, der muss glaube ich auch weg. Ich kann es euch mal zeigen. Der Kühlschrank ist wirklich sehr leer und ich nutze den Tag auch mal, um den auszuwaschen. Hier oben habe ich noch ein bisschen Frischkäse, der weg muss. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh, ich muss mal Rezepte gucken. Muss aber auch aufgebraucht werden. Was ich total gerne mache, ist Schaschlik-Gewürz in den Auberginenauflauf. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das ist übrigens das Schaschlik-Gewürz aus Russland von meinen Schwiegereltern. Das haben wir mal mitgebracht. Da machen wir noch ein bisschen Basilikum drauf, Öl und dann muss das kurz in den Backofen. Ja, sofort, weil... Aber das Fenster auf, ne, die Gardine. Die können jetzt immer auflassen. Ja, auch schön. Ja. Ich höre jetzt schon, wie viel Spaß auf dem Sofa haben, die Kinder. Einmal drehen, ne, wegen dem Kabellos. Ich glaube, ich hole mir die Ohne dazu. Ah, ne, es geht. Wegen meinem Beckenboden, Junge. Gleich krack, Fleisch im Brot. So, der Container hier in die Ecke. Ja. Davor. Gucken wir mal. Also, das andere Sofa es wird so stehen, ne? Ne, so. Doch, ne. Das hat hier... Hä, wieso lassen wir den denn nicht da stehen? Den Schreibtisch. Weiß ich auch nicht. Hä, macht ja gar keinen Sinn. Warte mal. Ach, das ist ein L-Sofa. Wie hatten wir uns das mit dem Sofa denn gedacht? Warte, ich muss kurz nachdenken, der Kleine. Der Ben wird schon wieder die Müde, ne? Oh, kuschelt mit seinem Maus. Ich musste jetzt ein bisschen improvisieren, weil ich keine passierten Tomaten mehr hatte, nur noch ein bisschen Tomatenmark. Und wir wollten auch noch Chili con Carne machen. Deswegen gibt es die Aubergine anders. Jetzt schön gebacken. Ich mache gleich Olivenöl drauf, Parmesan-Käse und dann isst man das Ganze kalt als Antipasti. Ich habe schon Tomaten geschnitten, da fehlt noch das Dressing, ein bisschen Obst. Ich mache gleich noch Kresse da drauf. Ich hatte noch tiefgefrorenes Hackfleisch, das habe ich gerade aufgetaut. Das ist eine alte, schrumpfige Paprika, eine grüne, die kommt jetzt auch hier mit rein. Das ist mein Chili con Carne. Ist ein bisschen flüssig, weil ich nicht mehr so viel habe. Aber hier sind schon Bohnen drin und Zwiebeln. Das ist halt auch Veggie für Leona. Deswegen, das Fleisch mache ich extra. Und ich mache heute Auberginen-Antipasti. Ja. Cool. Also kalt heute. Kalte Auberginen. Das reicht. Und dazu gibt's Wraps. Also ich koche ja gerne und ich glaube, deswegen kann ich auch gut improvisieren. Und ich finde, das sieht richtig lecker aus. Meine Antipasti-Aubergine. Jetzt noch so ein bisschen Parmesan drüber an. Das sieht gut aus. Frischen Olivenöl. Deine Auberginen-Antipasti. Boah. Gut, oder? Sehr lecker aus. So, ich mache jetzt meinen Kräuter. Da wird einfach nur Creme fraiche und so ein paar bisschen Schnittlauch aus unserem Garten. Den habe ich klein geschnitten und tiefgefroren. Das mache ich hier einfach rein mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Mein Burrata ist leider ausgelaufen beim Rausnehmen. Ich habe jetzt einen guten Honig hier drauf gemacht, von der Insel auch. Die Bienchen von der Insel. Burrata mit Honig und Pistazien. Das müsst ihr ausprobieren, das ist so ultra lecker. So, wir essen jetzt. Alex holt die Kinder hoch und dann zeige ich euch unten, wie es aussieht. Das Zimmer sieht jetzt hier aktuell so aus und das Zimmer gefällt mir am allerbesten. Es fühlt sich so gut an. Hier ist Bens Bettchen, Wickeltisch. Wir haben das Bett jetzt einfach ein bisschen nach rechts geschoben, da ist noch genug Platz zur Gardine. Da kann Moritz hier schlafen, ich da und Ben im Bett oder halt bei mir mit im Bett. Jetzt schläft Ben auch immer in der Mitte, das klappt echt super. 1,80 reichen für uns drei. Das Regal ist zu viel, das kommt raus. Und jetzt sortiere ich eben noch schnell die Spielsachen hier ein. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der nächste Tag.
Und Alex ist gerade unten und installiert eine Wäscheleine. Das war auch noch auf unserer To-Do-Liste. Mama, hinten, ja. Mona ist dann groß. Ja, Mona darf nicht aufs Sofa. Wir genießen diese Freiheit hier im Wohnzimmer. Die Kinder lieben das Kindersofa, was aktuell noch steht. Wir haben gerade gefrühstückt, die Hunde frühstücken auch gerade. Ich muss die immer ein bisschen verteilen zum Fressen. Genau, es gab Möhrchen, Gurke, Bagels, Croissant, ein bisschen Aufschnitt. Ja, es gab jetzt auch mal zum Wochenende ein paar Crackers mit Frischkäse, ist okay. Und das ist einfach so krass verraucht, die Insel, durch den Brand. Es ist echt Mist, wenn die Insel brennt, vor allen Dingen, weil die das nicht so unter die Kontrolle kriegen. Und man riecht den Rauch auch schon hierhin. Das ist richtig blau hinten am Hotel. Alles ist so vernebelt. Der Rauch kommt von der Richtung. Ist nicht so schön. Wir müssen natürlich auch mit unserem Grundstück aufpassen, dass da nichts anfängt zu brennen. Die Nacht war auf jeden Fall, die erste Nacht mit der Umstellung der Möbel war auf jeden Fall wunderschön. Ich habe Ben unten ins Babybett gelegt und habe mit Moritz im großen Bett geschlafen. Von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens geschlafen. Krass, oder? Hat einfach in sein Bettchen durchgeschlafen. Ich bin dreimal nachts aufgestanden, habe ihm Schnuller gegeben, in der Hoffnung, dass er weiter schläft. Hat geklappt. Dementsprechend musste ich nachts abpacken. Zweimal. Aber es ist nichts passiert. Ich will mit Sunny spielen. Willst du mit Sunny spielen? Ich will mit Sunny spielen mit Autos. Dann setz dich da hin. Nimm dein Auto und spiel. Dann jetzt hier erstmal auf. Ich glaube, das Video ist schon lang genug geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal ein bisschen aufräumen und Ordnung machen. Sunny, komm! Und wir genießen jetzt unseren Sonntag. Ich würde sagen, bis ganz bald, meine Lieben. Ciao, ciao.